So, liebe Freunde, und damit moin moin, servus, grüß Gott, grüßt euch, oder einfach nur halli, hallo, hallöchen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, der Glorious Schwabe hier. Und heute habt ihr euch gewünscht, und heute ist es da, mein Ägyptian God Card Deck, beziehungsweise mein ägyptisches, ja, Götterkartendeck mit Obelisk, dem Peiniger, mit dem geflügelten Drachen von Ra und auch mit Slifer, dem Himmelsdrachen, zusammen mit dem ägyptischen Götterschleim und noch ein paar anderen Karten. Ja, werde ich versuchen, das fast schon Unmögliche wahrzumachen. Also es ist nicht ganz unmöglich, aber es ist schon sehr, 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 sehr schwer zu spielen, wie ich finde. Nichtsdestotrotz, ich habe es mir zum Ziel gemacht, euch ein Video mit Wins zu präsentieren. Bin aber auch vorneweg ehrlich, es gab auch eine Menge Loses, aber nichtsdestotrotz, ein bisschen was habe ich zustande gebracht. Disclaimer vorneweg, bin ich kein Yu-Gi-Oh! Experte, ich bin kein Yu-Gi-Oh! Profi. Ich spiele das auch zum Spaß an der Freude, deswegen gibt es bei mir fast nur so OG-Decks, ne, so Battle City-mäßig und so weiter. Das sind so die Karten, die mir halt das Herz aufblühen, und da gehören halt nur mal die drei ägyptischen Götterkarten dazu. Und ja, hier meine Versuche. Viel Spaß. So, meine Damen und Herren, ich versuche es wieder zu kommentieren. Die Duelle, die ich hatte, das müsste mein erstes Win gewesen sein mit dem ägyptischen Götterdeck. Wichtige Karten, Seelenkreuzung, die ich hier auf der Hand habe, ermöglicht mir auch Gegner vom Monster mit zum Opfern. Das ist sogar mit so die Hauptsache oder das Wichtigste in dem Deck, um halt auch gegnerische Monster mit zu opfern, um ägyptische Götter aufzurufen, und ja. Das ist so mein Main-Ziel mit dem Deck. So, theoretisch müsste ich jetzt Gefahr Nummer 2 spielen. Jawohl. Opfer. Geflügelter Drache des Ra in den Angriffsmodus. Let's go. Alle Lebenspunkte bis auf 100 opfern. 7900 Angriff, und ja. Er deklariert es erstmal. Richtige Oldschool-Karte eigentlich. Aber ja. Das war mein Angriff. Mal gucken, was er jetzt noch dagegen machen könnte. Ich glaube tatsächlich gar nicht mehr so viel. Turn Change. Mein Ra gesammelt. Ich habe natürlich Kugel des Ra, die ich übrigens auch aufs komplette Spielfeld benutzen könnte. So, und jetzt 100 zu 100 Lebenspunkte. Das ist übrigens das Gefährliche an Ra. 100 Lebenspunkte ist einem schnell abgezogen. Aber man sieht schon, er konnte gar nicht mehr so viel machen. Nur eine Karte verdeckt. Ich glaube, ich hatte die Vermutung, dass es zu diesem Zeitpunkt meistens ein Drachendeck war. Und ja, das ist mein absolutes Highlight. Ra macht die Arbeit, und meine Angel One Karte mit 200 Angriffspunkten holt den Win. Easy peasy, aber ja. Wenn alles perfekt läuft, holst du dir so deine Wins mit dem ägyptischen Götterdeck. Easy, aber ich habe es mit reingenommen, weil A, erster Win, und B, weil ich das Ende lustig fand, aber ja. Hat im Grunde den Sinn dieses Decks schon zusammengepackt. Hat im Grunde den Sinn des Decks schon zusammengepackt. Halt von beiden Spielfeldseiten deine Karten zu opfern, um deine Götter aufs Spielfeld zu bringen. Ansonsten hast du ein sehr, sehr schweres Leben. Jo, gehen wir rein ins nächste Match. Wie gesagt, ich habe eine Menge mal abgespeiert. Ich kommentiere jetzt auch ein bisschen später, wie die Matches stattgefunden haben, live drüber. Deswegen verzeiht es mir. Ich traue es mir noch nicht so, live zu spielen und die dann quasi aufzunehmen. Gegen Star Brigade. Warte, wait. Was habe ich gewonnen? Okay, actually how? Jetzt bin ich gespannt. Und Lickre Diervögel. Ja, okay. Konnte nicht viel machen, deswegen habe ich erstmal nur mein Spielfeld sauber gespielt, das halt meine 10 Sterne Monster schützt. Er hat es aber gleich zerstört, macht aber nichts. Hat mir einen geflügelten Drachen von Ra aufs Spielfeld holen dadurch. Und mit Landform werde ich halt nochmal eins spielen können. Hat er mir Damage gemacht. Dann Wächterschleim erlaubt es mir, wenn ich Damage ziehe, die Karte zu spielen. Da wusste ich noch nicht, dass er, also falsch gelesen. Wenn ich sie auf dem Defense-Modus spiele, hätte er 700 Verteidigungspunkte gehabt und mir wäre nichts passiert. Aber das habe ich da dann gelernt. So. Wie habe ich das Duell jetzt noch gewonnen? Millenniumsenthüllung. War auf dem Spielfeld. Oder aufs Friedhof rühren. Dadurch kann ich Monster-Reanimation holen. Ah, I see what I did there. Dann wieder, ja, überkreuzt. Obelisten Peiniger aufs Spielfeld gerufen. Und let's fucking go. Dann noch meine Spielfeld-Zauberkarte geholt und erstmal 4000 Damage gemacht. Das lief, ja,
So muss es laufen, ne? Wenn er da keine Karten hat, um das zu verhindern, dann ist das Egyptian God Deck stark. Er hat gesehen, dass er nichts mehr machen kann. Hat dann aufgegeben. Das Problem ist halt mittlerweile, gerade diese Summons und so, die ganzen Dinge, was ich da jetzt gemacht habe, ist so leicht mit Aschenblüte und so halt aufzuhalten, weswegen das Deck echt schwierig ist zu spielen. Aber wenn es so läuft wie da, hervorragend. Ja, nächstes Match. Nächster Versuch, mit den Götterkarten was zu reißen. Die Hand ist actually in Ordnung. Ein Monster, das ich Special Summon kann, übrigens Anfang, ist auch ganz, ganz bescheiden für das Deck. Spielfeldzauber, wieder Crossover. Tributierung, das ist so, wie gesagt, das Wichtigste. Da macht er mal seine ganzen Spielzüge, die... Das tut's mir halt echt leid, aber bei den ganzen Decks, die es mittlerweile gibt, kann ich nicht wirklich viel zu sagen. Er hat nur seine zwei Monster gehabt, mit meinem Monster zusammen dachte ich mir, okay, let's go, Seelenkreuzung, auf geht's, Obelisk der Peiniger, here we go. Okay, er hat zwar meine Zauberkarte zerstört, aber... Oder mein Spielfeldzauber, aber tat erstmal nicht weh. Weil ich habe Obelisk der Peiniger auf dem Feld und ja, darf angreifen. Deswegen Direct Attack, 4000 Damage, let's go. Hat er nichts gezogen, wieder, ihr seht schon der Sinn von dem Deck, ne? Mit der Crossover-Beschwörung, die Kombos oder die ganzen XYZ-Beschwörungen oder so, am besten schon vorher zu zerstören und wenn die dann halt nichts nachziehen, dann hast du gewonnen. Aber glaub mir, wenn ich sag, es hat schon lange gedauert, bis ich dieses Videomaterial zusammen hatte. Ja, sind aber noch nicht fertig. Ein bisschen was habe ich noch. Ein bisschen mehr wie drei Matches, weil die ersten ja ein bisschen unspektakulärer waren. Habe ich noch zwei Wins für euch abgespeichert. Wieder mit Gefahrkarten Special Summons machen, um ein Feld voll zu kriegen. Da habe ich einfach nur blind ins Blinde geraten, in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch was beschwören kann. Der richtige Name ist, spielt man normalerweise in der Kombination mit einer anderen Karte, wo man die obersten 5 Karten in eine beliebige Reihenfolge zurücklegt, die man selber aussucht. Dann kannst du mit der richtigen Namen, wenn du die richtigen Namen errätst, ein Special zusammen machen, um dir so einen Gott zu holen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da einfach nur ins Blaue geraten. So. Hier übrigens nochmal versucht. Ich habe Obelisk dreimal im Deck, die Chance ist also da. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, keine Ahnung. Beziehungsweise, ja, weil ich anfangen musste und meine Hand eigentlich gar nicht mal so gut war. Deswegen bin ich jetzt gerade noch selber gespannt, actually, wie ich das Match noch gewonnen habe. Und das gegen Schattenpumpen. Ich bin gespannt. Ihr seht, ich werde selber überrascht, wenn ich das so im Nachhinein aufnehme. So, ich habe zwei Ra auf der Hand. Seelenkreuzung, ja, wird mir wahrscheinlich wieder den Arsch retten, wenn er jetzt eine Beschwörung macht. Die Frage, hat er es getan? Er hat es getan, Seelenkreuzung, ja. Ra, Ra's Effekt wieder bis auf 100 runter, dieses Mal natürlich nicht ganz so hoch, dann meine Angriffspunkte, aber 6100 ist natürlich immer noch ridiculous. Dann war mein Turn, was habe ich jetzt gemacht? Schützt mich vor Karteneffekten. Oder schützt mein Ra vor Karteneffekten. Ist also gar nicht so unpraktisch. Hat mich in dem Fall nämlich auch geschützt. Und damit Ra Attacke. Damit sein Spielfeld frei. Ihr seht schon, ich kann es vorne wegnehmen. Ich habe es kein einziges Mal geschafft, Slifer so zu spielen, damit es Sinn gegeben hat. Ist tatsächlich noch mein Wunsch, weil Slifer meine Lieblingskarte ist. Aber jetzt weiß ich noch, wie ich mir das Ding nämlich geholt habe. Nämlich wieder mit Millenniums-Enthüllung Monster-Reanimation geholt, mit der man normalerweise Ra für ein Spiel so holen könnte. Ich habe mir aber einfach Wiedergeburt genutzt, um sein Schattenmonster zu holen. Ja. Damit war das Feld frei, damit hat er aufgegeben. Easy win, GG. Ich kann mich nur wiederholen, die Seelenkreuzung ist die wichtigste Karte. Wenn du das nicht ausgespielt kriegst, ist leider vorbei. So, liebe Freunde, und ein habe ich jetzt zum Abschluss noch. Das letzte Match meiner Sammlung, wenn man so will. Mit den Gepter-Karten. Die Hand ist actually not bad. Du kannst nämlich übrigens auch die Kugel des Ra's auf den gegnerischen Monster als Tribut annutzen. Aber halt dann nur die. Also du kannst ja nur eine Spielfeldseite ausnutzen. Du kannst es nicht wie mit der Seelenkreuzung auf beiden Seiten machen. Aber kann natürlich auch hilfreich sein.
Ne? Und mit ihm kriegst du halt den Ra aufs Feld, 4000 Angriffspunkte straight ohne Lebenspunkte zu opfern, was halt auch nicht bad ist. Da, Reaktorschleim, schön, dass wir den auch mal zu sehen bekommen. Erlaubt es mir, zwei Tauken zu spielen. Allerdings hat er das mit seiner Fallenkarte hier verhindert. Dafür muss er 1000 Lebenspunkte zahlen. Alle Effekte auf dem Feld, also auch seine eigenen, kann er dadurch nicht nutzen. Aber ich hatte natürlich dann nicht die Möglichkeit, meine Tokens zu benutzen. Hab dann meinen Topf des Wohlstands benutzt. Trashkarten im Side-Deck, über die wir nicht reden brauchen. Einfach nur dafür sind die nämlich drin. Hab mich dann für einen Harpienwedel entschieden und hab da hinten mal aufgeräumt, weil mir das auf den Sack ging. Oder hab auch nicht aufgeräumt, aber dafür hat er eine Menge Lebenspunkte liegen lassen. Und ob das worth it war? Wenn die Götter angry sind, liebe Freunde, weiß ich nicht. So, zweiter Effekt aktiviert, wenn es in die Battlephase geht, kann ich die Fallenkarte holen. Mit der Fallenkarte kann ich einen Token aufs Spielfeld holen mit 3000 Verteidigung. Wassermonster, by the way. Und damit kann ich den ägyptischen Götterschleim rufen. Der auch nicht unwichtig ist für das Deck. Der ägyptische Götterschleim schützt nämlich andere Götterkarten vor Effekten etc. pp. Und, kann auch als einzelnes Monster als Tribut angeboten werden für die Götter. Und hier ist er nämlich auch, der ägyptische Götterschleim. Und damit habe ich dann auch erstmal angegriffen. Wie gesagt, seine Lebenspunkte hat er ja eh selber schon ziemlich reduziert. Habe ich noch ein ägyptisches Göttermonster aufs Feld bekommen oder habe ich das mit dem Götterschleim geregelt? Ja, er hat missplayed und ich habe es mit dem Götterschleim geregelt. Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich es noch mit reingenommen habe, um zu zeigen, dass halt der Götterschleim auch noch da ist. Und dass der auch durchaus seinen wichtigen Part hat. Wie gesagt, alle Duelle, die ich gewonnen habe, sahen im Grunde so aus. Das sind dann keine langen, spannenden Duelle, sondern du versuchst, deine ägyptischen Götterkarten aufs Feld zu bringen, indem du halt gegnerische Monster mitopferst oder halt eventuell mit ein bisschen Glück über den Spielmarken und so weiter deinen Götterschleim zu rufen, mit dem dann zu arbeiten, aber ja, so funktioniert das Götterdeck. Besser habe ich es nicht hingekriegt, wenn ihr eine Variante dazu habt, dürft ihr mir gerne reinschreiben. Props gehen übrigens auch raus an Max Fax oder an Max oder an Max Faxe, sucht es euch raus. Jetzt sein Twitch-Kanal mit unten verlinken dürft ihr gerne mal vorbeischauen, ist ein sehr, sehr guter Yu-Gi-Oh! Spieler, kennt sich auch 100.000 Mal besser aus wie ich, hat mir ein bisschen bei der Deckerstellung geholfen. Es ist noch nicht das Raddeck, was ich euch versprochen habe, was ich erst im Kopf hatte. Ich habe mir da eins abgespeichert, ich werde das noch bauen, wo wir uns dann wirklich nur auf den geflügelten Drachen des Ra fokussieren, ohne Obelisk, ohne Slifer. Und mal gucken, wie das funktionieren wird. Wenn euch das interessiert, schreibt es mir gerne unten rein. Der Support in den letzten Videos ist ja sowieso, also da fällt mir überhaupt gar nichts so ein, also dafür einfach nur fetten Dank raus. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir gerne unten rein. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge für das Deck im Allgemeinen habt, schreibt es mir gerne rein. Das wird natürlich wieder kommen und vielleicht Leute sagen, Schwabe, zeig doch das Deck. Wenn es euch interessiert, sagt es mir. Ich mache gerne wieder ein Deckbuilding-Video mit der Götterkarten-Deck. Ansonsten schreibt mir alle eure Meinungen unten rein, interessiert mich. Vielen Dank fürs Zuschauen, ADS war wunderschön. Ciao.